Moin Leute und damit herzlich willkommen zum LA Lowrider Summit. Einem, wie ich finde, nicht ganz so einfachen Summit. Ihr müsst hier einiges an Zeit investieren und das wird für einige bestimmt auch nicht leicht, hier Platin zu erreichen, aber es lohnt sich auch dementsprechend, die Belohnung kann sich sehen lassen. Ihr kriegt hier für Bronze 400.000 Follower, für Silber den KTM X-Bow R, für Gold kriegt ihr den ersten Teil von einem verbesserten Rally Rate Nitro-Mischer auf pur und belüftet. Und für Platin gibt es dann den Chevrolet Impala in der Lowrider Edition. Also erhalten jetzt offiziell die Lowrider hier Einzug. Ich bin mal gespannt, ob die tatsächlich auch so fahren werden wie der Lowrider auf dem Bild. Abwarten. Ich bin neugierig, aber wir werden es uns mal ansehen. So, vorab aber noch eine kleine Sache zum Thema Werbung. Und zwar im Eigensinne. Wir werden am Samstag und am Sonntag, beziehungsweise von Samstag auf Sonntag, einen 36-Stunden-Stream auf Twitch veranstalten, in dem wir auch The Crew spielen werden. Alle Infos dazu gibt es über Insta. Es wird auch was zu gewinnen geben. Kommt auf jeden Fall vorbei. Folgt dem Link in der Beschreibung. Dann findet ihr im letzten Post alle Infos, die ihr braucht. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Spielen und viel Glück beim Summit. Bis dann. So, wir beginnen mit der Flucht. Hierfür benutzt ihr natürlich wieder die Corvette Stingray in der Drag Racer Edition. Diesmal am besten ein Nitro-Mischer auf Pur und Extra Portion. Wenn ihr den nicht habt, tut's pur und fanatisch, aber auch die Profi-Einstellungen werdet ihr allerdings definitiv brauchen. Ihr müsst im Prinzip bei der Flucht einfach in der entgegengesetzte Richtung reinfahren. Bei der ersten Straßenkreuzung dann links und dann müsst ihr erstmal geradeaus. Bei Pur und Extra Portion könnt ihr hier ganz gut schon euren ersten Nitro-Bonus benutzen. Wenn ihr pur und fanatisch habt, würde ich mir den tatsächlich noch ein bisschen aufsparen. Ihr seht dann gleich wieso. Im Prinzip müsst ihr der Straße erstmal einfach nur folgen. Auf der linken Seite gibt es relativ früh dann einen Radweg. Den könnt ihr benutzen, da kommt ihr nicht in den Gegenverkehr. Ist also deutlich einfacher. Wenn ihr es dann über die ersten ein, zwei kleineren Kurven geschafft habt, werdet ihr gleich sehen, dass ich hier rechts von der Straße abfahre. Das dient ganz einfach dazu, dass ihr da auf den Highway auffahrt. Wenn ihr da gut ankommt, habt ihr es eigentlich geschafft, weil dann müsst ihr einfach nur noch über den Highway so weit donnern, wie ihr kommt. Das sind dann ungefähr 11.000, 12.000 Meter. Wenn ihr ohne, also wenn ihr pur und fanatisch fahrt, benutzt ihr da, sobald ihr auf dem Highway seid, dann euren Nitro Boost. Guckt, dass ihr auf Tempo kommt und dann geht's weiter. Im Prinzip folgt ihr dem Highway, wie gesagt, bis 11.000, 12.000 Meter. Viel weiter werdet ihr es wahrscheinlich nicht schaffen. Wenn ihr sehr, sehr gut durchkommt, könntet ihr theoretisch dem Highway dann weiter folgen. Bei 12.000 Metern kommt dann eine Autobahnauffahrt, da wo ihr rechts runter könnt. Aber ganz ehrlich, das braucht ihr eigentlich nicht. Auch mit den 12.000 Metern, die ich jetzt hier auch habe, reicht schon. Kriegt ihr schon 150.000 Summit-Punkte und das genügt. Sprich, das ist auch nicht der krasseste Weg. Es gibt noch einen Weg hier, da schafft man 30.000, 40.000 Meter, aber der ist so unglaublich ätzend zu fahren, dass ich den weder fürs Video versuchen wollte, noch noch das Sinn machen würde. Ihr kriegt dann nicht wirklich viel mehr Punkte und im Ernst, also die Wahrscheinlichkeit, den zu schaffen, ist, glaube ich, für alle Leute sehr gering, auch wenn die noch über meinem Skill-Level sind, da, ja, es ist anders schwer. Und wie gesagt, absolut nicht notwendig, das hier reicht vollkommen und ist vergleichsweise auch echt einfach. Ich bin hier mal rechts runtergefahren, einfach um zu gucken, ob ich da weiterkomme. War nicht wirklich der Fall, weil ich komplett abgebremst wurde. Ihr könntet theoretisch aber springen, wenn ihr vor der Autobahnbrücke da rechts hochspringt. Wäre eine Möglichkeit, um da ein bisschen besser durchzukommen. Ist aber auch absolut nicht notwendig. Ihr seht jetzt hier, 12.000 Meter reicht vollkommen für 150.000 Sammelpunkte. Und das genügt definitiv. Im Prinzip hat es direkt danach jetzt mit Aerobatics zu tun. Aerobatics sollte eigentlich keine Königsdisziplin sein. Das kennt ihr alle, könnt ihr alle. Das ist allzu schwierig. Ihr benutzt hierfür einen Air Racer mit Punktebrecher auf Test, erprobt so hoch wie möglich. Der Rest ist eigentlich egal. Eine Mischung aus Extra Portion und Pur schadet hier nicht. Ihr könnt in dem Fall im Prinzip direkt nach dem Start einmal das Nitro komplett durchdrücken, damit ihr guten Speed habt. Das Lenken sollte euch hier nicht allzu schwer fallen, das ist eigentlich kein besonders schwerer Aerobatics-Test. Relativ in der Mitte kommt nochmal ein Checkpoint, wo ihr auch gerade durchfliegen könnt. Da würde ich nochmal mein Nitro durchdrücken und dann am Ende ein drittes Mal. Dadurch erreicht ihr eigentlich die höchste Punktzahl. Wenn ihr Punktebrecher mit Testerprobe so hoch wie möglich drauf habt, dann reicht das aber alles. Also auch wenn ihr einfach nur ohne Nitro da durchfliegt, ist das vollkommen ausreichend und ihr kriegt hier mehr als genug Punkte zusammen.
Beim Powerboat Slalom benutzt ihr die Frauscher Demon 1414 auf Punktebrecher mit Testerprobe so hoch wie möglich, wie auch beim Aerobatics. Und die Profi-Einstellungen solltet ihr benutzen, die helfen der Frauscher eigentlich sehr gut und dann ist der Slalom nicht allzu schwierig. Hier habt ihr es eigentlich mit nicht viel zu tun. Bei den zwei Rampen, über die ihr springen müsst, solltet ihr darauf achten, dass ihr weit genug rechts springt, damit ihr nicht aus Versehen links an den nächsten Slalompumpen vorbeifliegt. Das ist aber eigentlich machbar. So, kurze Info zum Video. Ich weiß, das ist sehr lang. Das liegt schlichtweg daran, dass ich am Ende den Los Angeles Rennen die 15 Minuten komplett eingeblendet habe. Normalerweise schneide ich ja sowas meistens runter auf die Abkürzung. Ich werde es dieses Mal aber so machen, dass ihr im besten Fall das Ding laufen lassen könnt, während ihr fahrt, euch das anmacht, dann selber startet und dann quasi kurz nachdem ich einen Punkt erreicht habe, selber da ankommt. Dann könnt ihr die Abkürzung einfach nehmen, kurz nachdem ich sie angesprochen habe. Ich wollte mal wissen, ob euch das besser gefällt. Schreibt einfach mal in die Kommentare, ob ihr es lieber abgekürzt haben wollt oder die komplette Fassung zum Nebenbei laufen lassen. Wie euch das lieber ist, ich würde mich dann in Zukunft dran anpassen. Diesmal habe ich es einfach mal zum Mitlaufen gemacht. Bei dem Live Extreme Series Event habt ihr es gleich mit drei Fahrzeugen zu tun. Hierfür empfehle ich bei Touring Car dieses Motorrad hier, die BMW ist das. Auch auf Nitro-Mischer pur und extra Portion, wie eigentlich bei allen Rennen, standardmäßig Profi-Einstellung ein. Motocross würde ich die Red Bull-Variante von der KTM nehmen, auch die auf pur und, ja, ich sage mal pur und extra Portion, pur und belüftet tut's aber auch. Beim Motocross nimmt man ja meistens pur und belüftet. Beim Jetsprint würde ich die Proto Hornet empfehlen mit Profi-Einstellung und da wieder ein Nitro-Mischer auf pur und extra Portion. Ansonsten müsst ihr da jetzt eigentlich nur gucken, dass ihr die Events gut auf die Kette bekommt. Hier kommt es ganz darauf an, was ihr am besten fahren könnt. Jetsprint macht vielen Probleme, da kann ich immer nur wieder diese Frontansicht, wie ich die hier fahre, empfehlen. Dann ist das Event aber an sich nicht allzu schwierig. Beim Jetsprint grundsätzlich gilt, Stick nach hinten ziehen sorgt für mehr Tempo. Bei geraden Strecken Nitro drücken, bis ihr, sage ich mal, jetzt bei der Proto Hornet die 180 geknackt habt, damit ihr zumindest Max Speed habt. Und dann gilt grundsätzlich bei Jetsprint, ja, ich sag mal zumindest in dem Rennen, auf jeden Fall den Rampen ausweichen. Ihr müsst hier eigentlich außer einer flachen Rampe keine mitnehmen. Beziehungsweise bei der flachen könntet ihr ausweichen, die kommt jetzt auch hier gleich, aber da müsst ihr nicht ausweichen, die ist vollkommen egal. Aber den hohen Rampen könnt ihr definitiv ausweichen, ähnlich wie ich das jetzt hier gerade gemacht habe. Das ist dadurch deutlich einfacher, da wird Motocross schon schwieriger. Beim Motocross gilt es jetzt eigentlich nicht viel zu beachten. Ihr müsst einfach gucken, dass ihr mit dem Ding klarkommt. Ganz ehrlich, ihr werdet es ja auch sehen, wie ich gefahren bin. Motocross ist nicht meine Königsdisziplin. Generell habe ich hier bei dem Summit irgendwie das Gefühl gehabt, heute liegt mir der Tag nicht. Irgendwie hat man ja immer so Tage, heute ging es einfach nicht so gut. Trotzdem auf jeden Fall genug Punkte geschafft. Motocross, hier müsst ihr echt darauf achten, dass ihr einfach die Sprünge sauber nehmt. Wenn ihr da einmal falsch landet, habt ihr eigentlich den Try direkt versemmelt. Von daher guckt, dass ihr die Sprünge sauber hinbekommt. Bei 27% könnt ihr der einen Rampe links leicht ausweichen, wenn ihr es schafft, da neben den Pöller zu fahren. Wenn ihr dann gegen den Pöller fahrt, dann ist das langsamer. Deshalb macht das nur, wenn ihr es wirklich hinbekommt. Ansonsten nehmt die Rampe und gut ist. Viel Zeit kosten tut die jetzt auch nicht. So, und im Prinzip müsst ihr jetzt einfach nur dieses Motocross-Ding zu Ende fahren. Am Ende gibt es noch eine kleine Abkürzung, aber dann war es das auch. Etwas böse ist jetzt die Stelle bei 36%, 37%, wo ihr rechts die Container hochfahrt. Das ist ein bisschen assi gemacht, da muss man gucken, dass man gerade hochkommt. Wenn man es nicht schafft, man kann auch drumherum fahren, ist aber nicht wirklich schön. Beziehungsweise geht auch nicht wirklich schnell. Wenn ihr es hoch schafft, ist das umso besser, macht das dann auf jeden Fall. Kurz danach kommt bei 42% dann ein Checkpoint, bei dem ihr rechts danach fahren könnt, wo ihr eigentlich links fahren würdet. Da ist rechts eine Rampe. Darüber könnt ihr springen und dann mit Nitro quasi über den Highway. Wenn ihr dann nicht den Baum rammt, wie ich das gerade gemacht habe, ist das perfekt. Danach fahrt ihr kurz rechts und dann seid ihr auch schon an der Rampe, die euch dann zum Touring Car bei Bike wechseln sollte. Und ganz ehrlich, da muss man euch jetzt eigentlich nicht viele Tipps geben. Das ist selbsterklärend und eigentlich ist die Strecke da auch nicht sehr schwierig. Ganz am Ende gibt es dann einen Punkt, wo man ein bisschen was können sollte, aber ansonsten ist das nicht so kompliziert. Mal davon abgesehen, ganz am Ende den Punkt habe ich selber nicht gut genommen, das werdet ihr gleich sehen.
Ich sag euch trotzdem, wie ihr es zu fahren habt, beziehungsweise wie man es eigentlich am besten fahren würde. Wenn ihr jetzt am Ende bei den S-Kurven angekommen seid, fahrt ihr nach dem Checkpoint bei 86% gerade den Berg hoch. Im besten Fall ohne den Felsen zu rammen, den ich dabei gerammt habe, dann würdet ihr nämlich direkt zwei Kurven auf einmal überspringen. Ich musste jetzt hier leider noch einmal nachziehen. Wenn ihr es schafft, sammelt ihr den Checkpoint ein und fahrt dann rechts hoch wie ich hier. Nur, dass ich den Checkpoint leider nicht eingesammelt habe und dann respawnen musste. Also den Fehler macht ihr am besten nicht. Ihr sammelt kurz den Checkpoint ein und fahrt dann rechts da den Berg hoch. Da ist eine Lücke. Da spart ihr euch am meisten Zeit mit. Habe ich jetzt hier verkackt, aber weil ich ansonsten einen ganz guten Trial hatte, habe ich die Zeit einfach so stehen lassen. Geht also definitiv auch so. Mit 4,36 ist jetzt hier keine Paradezeit, aber reicht definitiv locker aus für das Summit. Sind nicht besonders viele Punkte tatsächlich, aber im Endeffekt, bevor ich da jetzt auf die letzten 3, 4, 5 Sekunden mehr schwitze, lade ich es lieber so hoch, das Rennen ist nicht allzu kurz und deshalb kriegt ihr es in der Variante. Das kriegen wir aber definitiv besser hin und das kriegt ihr auch. Bei dem Street Race Event jetzt mit dem geliehenen Fahrzeug kann man euch eigentlich nicht viele Tipps geben. Der Wagen ist relativ langsam, der geht dadurch, ja ich sag mal, der rutscht zwar ganz stark, aber der geht dadurch gut um die Kurven, einfach weil er so langsam ist. Den sollte man eigentlich unter Kontrolle halten können und dadurch ist das Rennen auch nicht allzu schwierig. Hier kommt es tatsächlich auf die kleinsten Sekunden an, um viele Punkte zu machen. Also tatsächlich kann man hier am Ende mit 2-3 Sekunden nochmal 5000 Punkte rausholen. Ähnlich eigentlich wie beim Live Extreme Series. Ich habe es jetzt einfach so hochgeladen, einfach weil ich keine Lust hatte, das jetzt wieder und wieder zu fahren. Das Rennen dauert, glaube ich, auch knapp 4 Minuten. Deshalb jetzt einfach in der Variante, da kann man sowieso nicht wirklich viele Tipps geben. Guckt, dass ihr hier einen ordentlichen Try habt und dann lasst es gut sein. Im Endeffekt müsst ihr hier wahrscheinlich eh ein paar Mal noch ran, um es auszubessern, einfach weil Platin. Ne? Platin ist jetzt bei einem Platin-Fahrzeug einfach immer ein bisschen schwieriger zu holen. Von daher, wenn ihr hier Platin haben wollt, gebt euch da Mühe, fahrt das gut, das ist halt ein Rennen. Da kommt es nicht auf eure Teile an, da geht es wirklich nur darum, was habt ihr so drauf. Und wenn ihr da ein bisschen Mühe rein investiert, solltet ihr den Wagen so weit unter Kontrolle haben, dass ihr hier eigentlich eine gute Zeit hinbekommt, die bestimmt auch noch mal ein paar Sekunden besser ist als meine jetzt. Bin tatsächlich am Überlegen, ob wir auch innerhalb der nächsten Woche hier noch mal in das Summit im Stream eingehen. Bin mir da aber noch nicht sicher, weil ich glaube, eine Platin-Wertung habe ich trotzdem auf jeden Fall am Ende, von daher. Mal sehen, wie wir es machen im Stream. Das Rennen sollte aber auf jeden Fall nicht das sein, was euch am Ende Platin kostet. Ihr seht hier gerade bei 27% habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Und sowas kostet hier einfach zu viel Zeit. Das sind dann 2-3 Sekunden, die am Ende fehlen, weil der Wagen halt langsam beschleunigt. Und das sind halt Sachen, die geben dann echt nochmal Punkte. Also ich hätte hier definitiv ohne den Fehler wahrscheinlich nochmal 2-3.000 Punkte mehr bekommen. Aber wie gesagt, im Endeffekt ist der Wagen nicht besonders schwierig, auch wenn er sich nicht gut fährt. Und die Strecke ist es jetzt eigentlich auch nicht. Bei dem Hypercar-Rennen mit dem Carrera GT gibt es jetzt eigentlich nur einen Tipp. Nitro-Mischer pur in Extra-Portion Profi-Anstellung müsst ihr eigentlich nur Stabilisatoren und Radsturz verändern.
Wenn ihr könnt, benutzt hier den Nitromischer, den ihr gerade frisch bekommen habt, den verbesserten auf pur und belüftet. Rekalibriert das Belüftet zu Extraportion um. Weil das pur auch verbessert ist, kriegt ihr dann insgesamt mehr Nitro-Leistung und habt damit den ersten offiziellen verbesserten Nitromischer auf pur und Extraportion. Den werdet ihr sowieso euch irgendwann machen. Also wenn ihr die Teile bekommen habt, rekalibriert die um, benutzt die hier. Bringt definitiv was, wie viele Sekunden, keine Ahnung. Ich habe es noch nicht gemacht, weil ich ja morgens hier immer direkt aufs Video gehe. Habe ich mir hier die Zeit zum Kalibrieren noch nicht genommen, das werde ich aber definitiv im Nachgang noch tun. Ansonsten ist die Strecke nicht allzu schwierig, birgt keine großen Geheimnisse oder Risiken, außer vielleicht die eine Rampe. Da müsst ihr gucken, dass ihr, ja, ich sag mal, weit genug rechts, aber auf keinen Fall zu weit rechts springt. Dann ist die eigentlich gut möglich und dann solltet ihr hier eigentlich eine gute Zeit hinbekommen. Wenn ihr irgendwo Schwierigkeiten habt, guckt euch die Stelle mal hier im Rennen bei mir an. Aber eigentlich ist die Strecke jetzt nicht besonders anspruchsvoll, beziehungsweise die meisten Fahrer kennen sie einfach sowieso schon auswendig. Von daher sage ich da jetzt einfach mal nicht mehr viel zu. So, jetzt kommen wir zu meinem Kryptonit in diesem Summit, dem Drift mit dem Aventador. Set hier, scheißegal, Hauptsache rutschig und heiß sparen, so groß, so viel wie möglich. Ja, was soll ich sagen, im Endeffekt, die Strecke ist relativ eng, es gibt ein paar Hindernisse, die ihr nicht berühren dürft, auch auf der Strecke, sprich mal einen Müllbeutel am Rand oder einen Laternenpfahl, die ihr nicht mitnehmen dürft, weil sonst euer Multiplikator kaputt geht. Und der Wagen ist für die Strecke absolut ungeeignet, schwerfällig, sehr groß und das auf den engen Straßen. Ganz ehrlich, ich bin ja jemand, der sich damit ja rühmt eigentlich nicht, aber der zumindest sagt, ey, ich kann halbwegs driften, das klappt bei mir ganz gut. Obwohl hier echt viele Leute Probleme haben ja eh schon. Das ist definitiv ein Drift-Event, das ist nicht einfach. Das hat bei mir nicht mal im Ansatz First Try geklappt. Ich habe hier so viele Tries gebraucht, obwohl es im Stream eigentlich gestern ganz gut aussah. Ich drücke euch die Daumen. Ihr müsst hier einfach ein bisschen Gefühl für den Wagen entwickeln und auch für die Strecke und dann versucht ruhig zu bleiben. Ja, es ist ein Aventador, ja, der neigt zum Schnellfahren, aber glaubt mir, ihr habt hier bessere Karten, wenn ihr nicht auf Tempo geht. Versucht das so ruhig zu machen wie möglich, natürlich ohne zu langsam zu werden, ist klar, aber fahrt hier nicht zu schnell. Ihr bereut das. Also jedes Mal, wenn ich hier irgendwie versucht habe, was heißt versucht habe, unterbewusst mal ein bisschen Gas gegeben habe, bin ich aus der Kurve gerutscht oder habe doch wieder die Kontrolle verloren. Fahrt hier langsam, fahrt hier entspannt, gebt hier nicht zu viel Gas, dann habt ihr definitiv hier die besten Chancen. Und dann solltet ihr das irgendwie hinbekommen. Also klar, es ist wirklich eine der schwereren Driftstrecken mit einem der schwersten Driftautos, wie ich finde. Also ich bin mit dem tatsächlich kaum klargekommen. Aber es ist machbar. Ihr seht hier, ich habe 600.000 Punkte. Das ist für ein volles Set eigentlich echt eine richtig beschissene Wertung. Und trotzdem reicht es für 155.000 Sammelpunkte. Ne? Also hier geht es echt nur darum, die Teile drin zu haben. Ein Try ohne Fehler durch. Egal wie viele Punkte das dann gibt. Und dann habt ihr es.
Also wenn ihr die richtigen Teile drin habt und einmal durchkommt, ohne Fehler zu machen, dann habt ihr definitiv genug Punkte für Summit. Bei dem Jetsprint-Event mit dem Proto-Leopard, ganz ehrlich, Nitro-Mischer pur und extra Portion Profi-Einstellungen braucht der hier eigentlich gar nicht. Der ist zwar nicht so klasse, aber eigentlich geht der vollkommen klar auch ohne Profi-Einstellungen. Im Prinzip müsst ihr hier nicht viel mehr wissen als bei der Live Extreme Series auch schon. Probiert's mit der Frontansicht, wie ich die fahre. Stick nach hinten ziehen, Nitro auf den geraden Strecken. Hier gibt's ziemlich viele Stellen, wo ihr einfach mal links unter die Pöller durch könnt, wie jetzt hier direkt am Anfang. Da müsst ihr einfach drauf achten, die sind dann aber auch nicht allzu schwer zu fahren und dann solltet ihr da eigentlich mit klarkommen. Das Rennen ist nicht ultra schwierig, es ist auch nicht ultra lang. Da müsst ihr jetzt einfach ein bisschen Talent für Jetsprint mitbringen. Wer das nicht hat, der muss es üben. Ganz ehrlich, Jetsprint ist auch was, was ich nicht von Anfang an konnte. Das muss man mal eine Zeit lang machen und dann wird man dann nach und nach besser drin. So, das war was, was mir am Anfang überhaupt keinen Spaß gemacht hat, was mich immer angepisst hat und mittlerweile liebe ich es, das im PvP zu fahren, weil die meisten da Schwierigkeiten mit haben und ich es mittlerweile gelernt habe. Also im Endeffekt, probiert euch hier ein bisschen rum mit verschiedenen Kameraeinstellungen und so weiter und dann werdet ihr das auf Dauer lernen und ihr werdet es immer wieder brauchen, von daher nutzt die Zeit ruhig mal. Also das ist definitiv eins der leichteren Events hier in dem Summit und eigentlich solltet ihr das hinbekommen, vorausgesetzt, ihr habt euch mal die Zeit genommen zu üben. Und auch die Teile für Jetsprint haben. Das müsstet ihr natürlich auch haben. Aber ansonsten ist das hier definitiv möglich und ich sag mal kein Vergleich zu dem, was als nächstes kommt. Zu guter Letzt fahren wir eine Hypercar-Strecke mit einem Touringcar-Bike mit der KTM. Ich habe jetzt hier die schwarze Variante genommen, Nitro-Mischer auf pur und extra Portion. Profi-Einstellung habe ich jetzt einfach nur spontan die Reifenhaftung hochgestellt. Mehr braucht man da eigentlich nicht. Ich werde mich jetzt bei der Strecke immer wieder zwischendurch zu Wort melden, immer so, dass ihr das theoretisch einfach jetzt starten könnt. Dann startet ihr bei euch das Spiel, kurz einfach danach. Und dass ihr dann immer hört, was ich sage zu den Prozentzahlen, zu den Checkpoints, wenn ihr es machen müsst. Ihr könnt es mal versuchen und wie gesagt, gebt mir in den Kommentaren mal eine Rückmeldung, ob ihr es lieber so mögt, dass ihr das mitlaufen lassen könnt oder lieber so, dass ihr quasi einfach vorher euch das kurz angucken und euch das merken könnt.
Wenn es euch hilft, schreibt euch hier auf jeden Fall mal die Prozentzahlen auf, wo ich was dazu gesagt habe. Legt euch einen Zettel vor die Nase, wo das draufsteht. Und ich garantiere euch, wenn ihr das einmal durchgefahren habt und die Abkürzung grob kennt, dann wird es euch viel leichter fallen, wenn ihr vor euch direkt die Prozentzahlen seht, euch dann in dem Moment darauf aufmerksam zu machen, ey, okay, hier war was, und dann werdet ihr auch sehen, was. Also es passiert viel schneller, dass ihr irgendwo vorbeifahrt, wenn ihr das nicht vorher notiert habt. So, bei ungefähr 5% jetzt, bei 50 Sekunden, wenn ihr gut gefahren seid, fahrt ihr rechts um eine Kurve direkt in einen Checkpoint. Danach müsst ihr geradeaus. Fahrt nicht nach rechts, fahrt geradeaus weiter bis zum Ende, folgt dann der Rechtskurve, fahrt danach nochmal links. Ihr fahrt dann quasi parallel zum Highway. Wenn ihr am Checkpoint vorbeikommt, fahrt ihr einfach unten kurz lang unter dem Checkpoint durch. Ihr sammelt den dadurch ein und respawnt. Dann seid ihr oben auf dem Highway und habt euch auf jeden Fall schon ein paar Sekunden gespart. Das war jetzt auch schon die erste Stelle. Lasst das Ding einfach mal nebenbei laufen, während ihr fahrt. Und ich melde mich dann, wenn es Zeit für die nächste wird. Bei etwa 19% kommt ihr zu einem Checkpoint, wo ihr danach die Autobahnabfahrt rechts nehmen sollt, fahrt aber dann links rüber. Fahrt also nach dem Checkpoint direkt nach links und schneidet quasi, bis ihr wieder auf der Straße seid. Ihr seht auf der Map ganz gut, wo ihr dann hin müsst. Ihr habt ja den blauen Pfeil und die blaue Straße. Schneidet aber auf jeden Fall nach dem Checkpoint direkt nach links. Das spart euch wieder definitiv ein paar Sekunden Zeit an. Bei 22% könnt ihr eigentlich auch einfach rechts rüber, da müsst ihr nicht unbedingt diese kleine Linksschlenkerkurve fahren, einfach rechts rüber und dann vor der Brücke wieder auf die Straße, damit ihr da möglichst nicht in die Leitplanke kracht. Das bringt nicht allzu viel, aber immerhin ein bisschen Zeitersparnis ist da und ganz ehrlich, bei so einem langen Rennen solltet ihr jede Zeitersparnis mitnehmen. Bei 35% fahrt ihr auf eine Autobahnabfahrt zu, da fahrt ihr dann einfach links quer übers Feld ein Stück, sodass ihr quasi die Straße genau einmal schneidet. Ihr kommt dann quasi an der einen Ecke nochmal auf die Straße, fahrt aber direkt wieder ab geradeaus durch
und dann wieder zurück auf die Straße bei etwa 37%. Auch das spart wieder nicht allzu viel, aber ihr spart euch damit 4 Kurven und fahrt stattdessen einfach gerade Offroad. Ist deutlich einfacher und spart definitiv auch wieder ein bisschen Zeit, gerade mit dem Motorrad. Dann bei 39% müsst ihr direkt wieder Offroad gehen, links rum. Ihr seht auf der Map gut, dass da S-Kurven kommen. Da fahrt ihr einfach Offroad gerade den Berg hoch, bleibt da aber relativ weit rechts. Fahrt nicht zu weit nach links, ihr werdet dann durch den blauen Pfeil relativ früh sehen, wo ihr wieder drauf fahren müsst. Da sind nämlich Leitplanken. Müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht in die Leitplanken kommt. Ansonsten seid ihr da aber auf der sicheren Seite und das spart wieder definitiv ein bisschen Zeit. Aber auch nicht allzu viel, aber da solltet ihr definitiv den kürzeren Weg nehmen.
So, bei 80% Achtung nur für Experimentierfreudige. Ihr fahrt hier durch einen Checkpoint bei 81% und danach seht ihr auf der Map viele S-Kurven. Hier geht's ein Stück bergab und ihr fahrt durch einen relativ lichten Wald mit Felsen. Mir ist das erst beim Durchfahren aufgefallen, aber ich würde fast wetten, dass man hier irgendwie abkürzen kann, irgendwie quer durchfahren kann oder sonst was. Ich hab's nicht ausprobiert. Wer da Lust hat zu experimentieren, kann das machen. Das könnte einem bestimmt noch mal ein bisschen Zeit geben. Ich wollte jetzt schlichtweg die 15 Minuten nicht nochmal fahren. Das hätte das Video nur noch weiter verzögert. Wenn ihr da Lust zu habt, probiert das gerne mal aus. Schreibt es gerne in die Kommentare. Helft den anderen da. Wenn es da was Schnelleres gibt, ich gehe fast davon aus, dass man da einfach quer durch die Mitte fahren kann, weil da so ein paar Lücken in den Leitplanken sind. Ob ihr das ausprobieren wollt, ist komplett euch überlassen. Ich habe es hier weggelassen, habe eine anständige Zeit, ihr müsst das definitiv nicht machen. Also wie gesagt, probiert das aus, wenn ihr euch da sicher fühlt und sagt, ey, ich wollte das Rennen sowieso noch zwei, dreimal fahren, dann probiert es ruhig mal, ansonsten lasst es einfach weg, die Zeit ist auch so vollkommen akzeptabel.
So, alles in allem würde ich sagen, war das Rennen doch machbar. Allzu schwer ist das nicht, schon gar nicht mit dem Motorrad, da kommt man ganz gut überall durch. Aber es dauert nun mal, es ist nun mal ein langes Rennen, hier muss man sich eine Weile konzentrieren. Ich hoffe, es ging bei euch auch ganz gut klar. 16 Minuten 5 ist jetzt keine Glanzleistung, aber reicht definitiv mit 130.000 Summit-Punkten aus. Damit haben wir das neunte Event auch abgeschlossen. Das war jetzt definitiv nicht mein Glanz-Summit, nicht meine beste Leistung und da wäre definitiv noch viel rauszuholen. Aber für mich reicht's. Das wird ein garantierter Platin-Rang sein. Ich werde eventuell nochmal was ausbessern, aber dann einfach nur für den Stream. Jetzt nicht explizit, weil es nötig wäre. Also mit 1,33 Millionen Punkten bin ich mir ziemlich sicher, da wird nicht mehr viel in die Quere kommen. Ich denke, wo ihr euch Mühe geben solltet, ist unter anderem Drift. Da werden viele Leute große Probleme haben und da eventuell dran verzweifeln und aufgeben. Versucht da einer von denen zu sein, die das durchziehen und die das schaffen. Dann habt ihr da auf jeden Fall ein paar Bonuspunkte. Bei Street Race, geliehenes Fahrzeug, ganz ehrlich, 115.000 bis 116.000 Punkte reicht das safe aus. Einfach damit ihr da die Punkte habt. Bei Live Extreme Series müsst ihr jetzt auch keine Wunder vollbringen. Wo ihr gut Punkte machen könnt, sind Hypercar und Jet Sprint. Und auch jetzt beim letzten Rennen, da geht das auf jeden Fall, dass ihr da ordentlich Punkte rausholt, weil das Rennen an sich ist nicht schwierig und es gibt Abkürzungen ohne Ende und die kennen auch nicht alle. Von daher nutzt das aus. So, Flucht, Aerobatik, Slalom habe ich euch gesagt, da gibt es natürlich die 150.000, die braucht ihr auch auf jeden Fall und dann solltet ihr ja eigentlich problemlos Platin erreichen. Von daher hoffe ich mal, bei euch hat das gut geklappt. Ich danke für die Aufmerksamkeit, wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns nächste Woche beim nächsten Summit oder, wie gesagt, am Samstag beim 36-Stunden-Stream. Macht es gut und bis dann.